Hi Transformers, willkommen zum fünften Video der Schreibtischreihe. Heute geht es darum, nochmals, wie ihr eure Gelenke und Arme wieder mobilisieren könnt, damit das Kribbeln im Arm verschwindet. Wir fangen an mit dem sogenannten Trizeps Smash. Der ist dafür da, wenn ihr hier Schmerzen habt und auch das Gefühl habt, ihr habt so ein bisschen wie einen Tennisarm. Ja? Und zwar funktioniert das folgendermaßen, ihr nehmt so einen Ball, legt den auf eine feste Unterlage, geht auch am Schreibtisch perfekt, drückt mit den anderen Arm drauf, smash, und dann bewegt ihr den Arm so, dass die Muskelfasern wieder geschmeidig werden. Ihr könnt dabei noch hoch und runter bewegen und auch weiterhin den Arm drehen, das Handgelenk drehen und, wenn ihr es noch steigern wollt, die Hand öffnen und drehen. Solltet ihr Schmerzen in der Schulter haben und Probleme mit der Stabilität, wäre es besser, wenn ihr eine Rolle nehmt und dadurch den Trizeps aktiviert. Hierfür legt ihr euch drauf. Der Trizeps fängt hier ganz unten an und rollt euch drüber. Je nachdem, wie viel ihr vertragt, könnt ihr mehr oder weniger von eurem Körpergewicht drauf bringen. Falls ihr Hilfe braucht beim Mobilisieren, sagt Bescheid, meldet euch. Wir helfen euch gern dabei. Tschüss!